Wisst ihr, Leute, ich bin schon so ein kleiner Vollidiot. Da formatiere ich einfach meine Festplatte und vergesse, dass ich darauf noch 3 Parts von Wescals drauf habe. Und in diesen 3 Parts habe ich relativ viel geschafft. Das heißt, wir können das jetzt alles nochmal von vorne machen. Ist das nicht super? Nein, ist es nicht. Vor allem, bin ich mir gerade nicht sicher, was ich euch schon gezeigt habe und was nicht. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass ich euch das hier schon gezeigt habe. Die beiden. Das heißt, ich müsste euch jetzt noch das hier zeigen, was ich jetzt auch sofort mache. Zerstöre alle Blöcke, bevor die Zeit um ist. Ja, das ist etwas doof, weil ich habe jetzt schon Kapitel 1 abgeschlossen und habe Kapitel 2 auch schon zur Hälfte durch. Und ja, das war irgendwie doof. Der Zauberer... Warte. Der Zauberer hat dieses Monument erschaffen, um mir seine Zuneigung zu beweisen. Es soll eine Statue von mir sein, aber wie du siehst, sie ist fürchterlich. Verwende deine unbegrenzte Flammenladung, um sie zu zerstören. Pronto! Ziemlich befehlend, die komische Tunte. Okay, wir hauen jetzt einfach alles weg wie verrückt und einfach weghauen hier. So klappt das schon irgendwie, ne? Immer schön hin und her. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Oh oh. Vielleicht doch ein Problem. Ah, das war's. War doch ganz einfach, oder? Ja, das war's. Du hast sie zerschmettert. Sehr schön. So. Ist das nicht süß? Ja, das ist es. Jetzt kommt das Turnier, weil wir haben jetzt alles geschafft. Wir sind jetzt bis zum Turnier vorgerannt. Und jetzt... Ja, ich hab's ja schon gewonnen. Jetzt bestreiten wir das Turnier. Und es kommt eine Zwischensequenz. Oh my god. La 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 la. Oh, er guckt so geil irgendwie dabei, wie er hüpft. Oh, was für ein schöner Tag, um wasch zu sein. Ka-ching! Ach, hallo! Schönes Geld, ein Glas. Das ist richtig. Hallo, junge Dame. Sag mir, wer ist dieser schuppige Kerl, mit dem du gekommen bist? Oh, das ist nur so ein Typ. Oh. Kein reich aussehender Typ wie du. Wescals wie du. Wescal, verdammt. Stimmt. Ho, 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 ho. Wink, wink, ding, ding, wink, ding, ding. Du wurdest verlassen. Zerfließ in Selbstmitleid oder leb weiter. Ich weiß mittlerweile, dass ich bei beidem das gleiche passiert und es ist extrem lustig, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr drüber lachen können, weil ich es schon weiß. Also, leb weiter. So heroisch. Bong. Da kriegt er einen halben Ziegelstein gegen den Kopf. Das habe ich letztens erst rausgefunden. Die Hersteller... Die Entwickler dieses Spiels sind Half Brick und Half Brick heißt auf Deutsch halber Ziegelstein. Deswegen, haha, Easter Egg und so. Viel Glück, Drache. Gruß. Du weißt schon wer. Der König. Und jetzt geht das Turnier los. Und seht ihr rechts diesen Panda? Der sieht ein bisschen anders aus. Oh, da bin ich jetzt sauer. Da bin ich sauer auf sie. Bam, bam. Vielen Dank für deine Hilfe, Drache. Aber weißt du denn nicht, dass Mädchen glänzende Steine über alles lieben? Du wirst ihn leider nicht bekommen. Juanimo! Okay, und schnell. Ka-ching, 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 ka-ching. Nicht zerdrückt werden. Oh nein, nicht in der Ecke, nicht in der Ecke. Sie holt auf, sie holt auf. Die olle, doofe Kuh holt auf. Na komm. Whee! Oh nein. Oh, ich kann ihn so schlecht steuern, wenn er so schnell ist. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und hier durch und da lang und Halleluja. Na also... Ja, perfekt. Genau vor den Kopf gefallen. Und sie ist trotzdem schneller als ich. Das heißt, ich muss nachlegen. So, perfekt. Also das erste Rennen ist eigentlich auch noch relativ einfach. Das zweite ist genauso einfach. Das dritte ist ein bisschen schwieriger. Warum, werdet ihr noch sehen. Weil das dritte ist ein little bit unfair. Und ich höre schon das tosende Getose. Oder so. Gewonnen. Nein! Dieser glänzende Stein soll mir gehören! Wie konntest du mich hintergehen, Drache? Yeah! Sieg!
Das heißt, wir haben im Grunde 1 gewonnen. Da geht der Pirat flöten. Oh, die Ente. Böse. Oh, da hat der Magier Angst. Da hat er Schiss. Wie du siehst, Drache, habe ich mich wieder gut erholt. Jetzt geht zur Seite, damit ich meinen rechtmäßigen Platz als Westguys Champion einnehmen kann. Gewinne Runde 2. Bang, bang. Okay. Das ist doch relativ einfach, weil der Ritter ist zwar schnell, aber... Naja, wir sind halt ganz einfach schneller. Oh, wir werden zerquetscht. Scheibenkleister. Ich hab's kommen sehen. Und wieso hau ich auf den Totenkopf rum? So. Und runter, bevor ich zerquetscht werde. Und da lang. Also, man sieht, es ist doch relativ einfach. Der Drache ist jetzt... Der Ritter ist jetzt nicht so schnell. Und da kommen wir auch relativ zügig lang. Mein Geschenk. Das war jetzt cool, weil er da nicht durchkommt. Und er irgendwie gerade zu dämlich ist, um das zu schaffen. Und, ah, verdammt. Na komm, nach rechts. So, zack, 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 zack. Ey. Oh, na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich höre schon wieder die Menge schreien. Das heißt, wir sind nah dran. Oh, es ist mir eine Ehre. Wir haben schon wieder gewonnen. Ist das nicht cool? Und ich habe ein paar Framerate-Einbrüche. Ich weiß nicht wieso, aber egal. Gewinne Runde 2. Ist schon cool, ne? Uah. Duck, duck. Und jetzt. Oh. Oh. Böse. So, und jetzt, vielleicht seht ihr, der Westguy sieht ein bisschen komisch aus, nicht? So ein bisschen puppenmäßig. Oh, Sino, noch ein kleiner Totenkopf, der zerschmettert werden will. Ich nehme deinen glänzenden Stein und du kannst nicht mal anständig kämpfen. Erbärmlich. Er sieht etwas merkwürdig aus, findet ihr nicht? So ein bisschen, ja, puppenhaft halt, so kostümmäßig. Gewinne das Turnier. Und er haut mich gleich zu Anfang, sodass er einen Vorteil hat. Das finde ich ziemlich gemein von ihm, deswegen hau ich ihn jetzt. Wenn ich ihn treffe. Ich treffe ihn. Yeah. Was war das? Ich bin von ihm weggesprungen. Oder so. Ist ja komisch. Noch im Rennen? Ich muss mich wohl um dich kümmern. Wie ich mich auch um Jana gekümmert habe. Muhaha. Und jetzt haut er mich schon wieder. Und ich kann nicht wirklich ausweichen, weil er immer direkt auf mich zugeht. Das ist ziemlich doof. Und da sind die beiden Ratten. Das heißt, also zumindest eine von den beiden. Das heißt, ratet mal, wer die zweite Ratte ist. Man kann sich's denken. Ich verliere. Grrr. Und er haut mich. Grrr. Und wir wurden beide zerquetscht. Grrr. Doppelgrrr. Okay, ich bin Zweiter. Das finde ich jetzt nicht so schön. Oh, okay. Hörst du auf mir rumzuhüpfen? Gehst du weg? Geh weg. Ich hau dich. Oh, jetzt haut er mich schon wieder. Ich finde das ziemlich gemein. Und irgendwie läuft es gerade nicht so gut wie beim ersten Mal. Weil ich einfach nicht vor ihm wegkomme. Jetzt bin ich vor ihm. Jetzt bin ich wieder hinter ihm. Oh, das... Na komm. Ich hoffe jetzt mal, dass sie ihn treffen. Tatsächlich, das heißt... Oh nein. Ich finde... Ich kann nicht... Ich darf ihn nicht mal berühren, was ich ziemlich scheiße finde. Weil wie soll ich ihn sonst, einholen. Überholen, besser gesagt. So zum Beispiel, okay. Unfassbar! Kümmert euch um ihn, Lakaien! So, und jetzt kommen seine beiden Rattenkumpels noch dazu und gehen einem tierisch auf den Zeiger. So. Verdammt, das war jetzt unklug. So. Und so, und das sammle ich ein. Und das sammle ich ebenfalls ein. Und jetzt Super Wage-Modus aktiviert. Das war vielleicht keine so gute Idee, den hier zu aktivieren, den Super Wage-Mode. Aber egal.
Wir haben, glaube ich, eh jetzt schon gewonnen, so gut wie... Oh nein, nein, ich habe nicht gewonnen.